läuft's. Jawohl, haben wir drauf. Jawohl, haben wir drauf. Ja, servus und habe die Ehre. Heute ein bisschen was zur Baumkunde. Jawohl, ihr kennt ja schon meine Schwarznuss. Schau jetzt jeden Tag hinterher, wie sie so wächst, und die wächst wie der Teufel, sag ich euch. Ja. Vor ein paar Tagen war es noch viel kleiner, aber die treibt wie ein Weltmeister. Die erste, die zweite, schaut euch einmal die Tribo. Schaut euch einmal die Tribo. Brutal gut. Und jetzt kommt's, Überraschung, die dritte, wenn wir das letzte Mal im Video angeschaut haben, haben wir gemeint, dass die hier ist. Tada, die treibt auch. Also Gott sei Dank habe ich es drin stecken lassen und nicht gleich ausgerissen. Also erste Erkenntnis, wie allemal, wie noch einer ausschaut, dass er datiert war. Letzten drin, vielleicht der packt das noch. Ne? Ansonsten datiert er da. Nein, immer frei. Die drei schauen bisher gut aus. Ich hoffe, dass das so bleibt. Und jetzt ist es so, von den Einzelschutz, da wachsen sie um außen. Und da habe ich ein bisschen Angst. Weil bei uns, mit wissen, drei Wölfeicher, die gingen bisher von der Wiesen, gingen raus auf die Lichtung und dann gingen sie bisher und die fressen da die Tribo. Die gingen her und fressen rein. Weißt, das ist halt so, ne? Da habe ich ein bisschen Angst. Ne? Das ist besonders bei den Exoten, bei den Schwarznuss zum Beispiel. Da gingen die her und denken sich, du, das ist aber ein Buffet. Das habe ich auch noch gar nicht probiert. Nicht? Das habe ich auch noch gar nicht probiert. Das probiere ich jetzt einmal. Na, dann gingen sie her und fressen da die jungen Stempel an. Ja, das lassen wir sie jetzt einmal nicht gefallen, würde ich sagen. Da nehmen wir einmal einen Heuchenzau mit. Und das werde ich jetzt machen. Da werde ich jetzt ein bisschen einen Heuchenzau mit tun, dass die nicht hinkommen, dass die ein bisschen einen Vorsprung haben. Die drei Kameraden. Und dann schauen wir einmal weiter. Ja, Schwarznuss, die habe ich das letzte Mal gesagt, die ist im östlichen Gebiet. Uralgebirge, die stimmt nicht ganz, beziehungsweise stimmt schon, weil östlich, ursprünglich kommt es aus Nordamerika, in nordamerikanischen Gebieten ist die Oberart worden, und im Endeffekt, wenn man von Deutschland umfährt, in Osten, östlicherseits, dann kommt es da irgendwann nach Nordamerika, also von dem her, im östlichen Gebiet ist schon richtig. Muss bloß weit nach Humi fahren, ne? Also, now, wisst ihr es jetzt auch, wird aber auch in den Auwäldern schon eine Zeit lang angebaut, in Deutschland, in die Auwälder. Und jetzt halt auch in Kronwelli, ne? Jetzt probieren wir halt die drei einmal. Da schauen wir alle mal wieder vorbei. Jetzt machen wir ein bisschen einen Hecheneinzelschutz mit einem Gitter rum. Und now schauen wir weiter, dass wir da hier ein bisschen verrückt, was das da ist, ne, das weiß ich da, werdet ihr euch denken, was ist jetzt das da? Ist das schon ein Schnee oder was? Nein, das ist ein Sechsspar. Die schütte ich da alle bei her, weil die vergängen auch. Ne? Das wäre da wieder ein Humus, auf gut Deutsch gesagt. Das zersetzt sie, und dann ist das ein guter Dünger für die Pflanzen da. Genau, dann hätte ich gesagt, schauen wir mal rauf, holen wir sie ein paar Stempeln, einen Zau, dass wir da ein bisschen Heuchern Schutz hinbringen. Ja, bloß einmal zum Vergleich. Der Baum da, das ist eine sogenannte Walschnuss. Wir sagen da Walschnuss dazu, also Walnuss, echte Walnuss. Das ist was anderes. Also das ist eine ganz andere Sorte. Das ist halt auch eine Nuss. Klar, aber was anderes wie eine Schwarznuss. Schaut auch von den Blätteln her ganz anders aus. Wenn man sich die Blätter so schaut, schaut komplett anders aus. Auch drinnen. Drinnen ist von der Walschnuss, jetzt werden wir nochmal dahinter gehen, viel glatter. Also, das heißt die da, oder? Die ist eigentlich viel glatter, die Rinden, und jetzt im Alter, mein Gott, nein, die wird schon 30, 40 Jahre da stehen, da reißt es dann halt an gewisse Stellen auf. Aber im Prinzip ist die Borke, also Rinden sozusagen,
recht glatt. Bei der Schwarznuss ist das anders. Die hat ganz andere Rinden. Die hat gleich von Anfang an total brüchig aufgerissene Rinden. Also das heißt von den Bladl her und von der Borke, also von der Rinden her, ist komplett schon einmal anders, sind sie unterschiedlich. Was auch auffällig ist, der Unterschied ist natürlich auch die Frucht. Also die Walschnuss, also Walnuss, kennt ihr ja, die Frucht. Die trocknet bloß jetzt nicht, ist ja klar, weil wir haben ja nur im Anfang Juni, da schaut es noch nichts aus, in Hirschsteine, also im Herbst, da schaut es da besser aus. Da trocknet ihr dann, da haben die Walschnüsse halt, Walnüsse, kennt ihr alle, wisst ihr? Und bei der Schwarznuss schauen die Früchte ein bisschen anders aus. Da bleibt da die Schalen dran, bei der Schwarznuss. Jawohl, beide Bäume ja, brauchen so 40 Jahre, bis das heute halt mal so Stammart da stehen, aber jetzt der. Und ich sage einmal so, 40 Jahre ist jetzt bei der so einem Baum eigentlich keine Zeit nicht, wenn man sich das so überlegt. Also eigentlich relativ, wenn sie einen richtigen Platz haben, gut, also wachsen schnell und ist natürlich auch Wertholz, weil natürlich die Nachfrage relativ hoch ist und auch nicht oft vorkommen. Meistens ist so ein Walschnussbaum in einem Garten drin oder ganz selten in einem Wald, drin. Ne? Genau. Das macht natürlich zum Überleben, Überlebenden vom Klimawandel, weil er irgendwie natürlich relativ gut klarkommt mit der Hitze, mit dem ganzen Klimawandel. Darum ist ein Walschnuss, also ein Walnuss und ein Schwarznuss ein sogenannter Zukunftsbaum. Also das heißt, der scheint, dass er für die Zukunft der richtige Baum sein soll. So sagen sie es. Die ganzen Scheiden haben die auf jeden Fall einmal von der Trockenheit relativ gut gesichert. Die können Trockenperioden gut überstehen. Schwarznuss und Walschnuss und auch von den Schädlingen her schaut es relativ dünn gesät aus. Also das heißt, das Einzige, was jetzt so ein Walschnussbaum beispielsweise gefährlich werden kann, ist der Hallimasch. Also so ein Schwamm, so ein Pilz halt, so eine Art, der kann da oder der am Baum ganz schön zusetzen. Aber im Prinzip, Borkenkäfer und so weiter, hat da normalerweise keine Chance oder geht einfach nicht rein, sagen wir es einmal so. Nicht? Jawohl. Aber jetzt holen wir unser Gitter, dass wir unsere Schwarznuss schützen können. Jawohl.
So. So schaut er aus. Der Enzelschutz eigentlich ganz einfach. Nichts dabei. Vier solche Latterler. Außen um mich so einen alten Drahtzau, also Drahtzaun, Hosenzau, wie man bei uns auch sagt. Und dann sollte das Ganze. Gesundheit. Hilft gut, geht's gut. Ja, dann sollte das Ganze auf jeden Fall passen. Da kommt keine Reine rein, da kommt es nicht hin. Das hat sowieso Angst vor dem Zau, würde ich mal sagen. Schauen wir mal. Und wo oben kommt es eigentlich auch nicht rein. Der ist genug. Außen rum und der Hose kommt auch nicht rein. Unten rein kommt er auch nicht. Was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe da von meinen Sechsparte, war ich da allebei her, da, das zum, ja, als Dünger, die zersetzen sie ja, das ist auch einfach ein Holz. Die habe ich da noch ein bisschen verstreut, dann ist das auch nochmal ein bisschen ein, ja, eine Art Humus halt, der da entsteht. Das tut dem Baum gewiss gut. Ja, normalerweise braucht man bei der eine Schwarznuss, genau, das wollte ich noch sagen, normalerweise in der Theorie. In der Theorie braucht man bei der eine Schwarznuss überhaupt keinen Zaun. Das sagen manche Professoren, die ganz hoch studierten. Die sagen, nein, bei der Schwarznuss gibt es keinen Verbiss nicht. Nein, da gibt es keinen Verbiss. Die Reihe mengt das nicht. Weil das ist ja so. Bei den Menschen gibt es auch eine, die mengen Kaviar und eine, die mengen keinen Kaviar. Aber wenn du eine Familie hast, wenn du eine Familie hast mit fünf Leuten und stößt ein Schaderl voll Kaviar hin, einen ganz guten Kaviar, dann sagt der Vater, nein, du Kaviar, der schmeckt mir gar nicht, den isse ich nicht, den nehme ich nicht. Aber heute probiere ich ihn mal, vielleicht ist er besser geworden. Geht der Vater hin, probiert ihn und sagt, mei, nein, ich mach den Kaviar einfach nicht, jetzt los ist, ich isse ihn nicht mehr. Und dann sagt Mutter, ja, ich mach ihn auch nicht, aber heute probiere ich ihn mal, weil heute glaube ich, mach ihn. Heute probiere ich den Kaviar. Ja, geht's hin, nehmt sie einen Kaviar und probiert ihn und mach ihn einfach nicht. Es schmeckt er einfach nicht, immer noch nicht. Ja, schau her. Da gehen die zwei Kinder hier, nehmen den letzten Kaviar vom Schisserlasser, der noch drin ist, und sagen, mein Kaviar haben wir noch gar nicht probiert. Noch gar nicht. Den probieren wir jetzt, aber der mengen mir gewiss. Ganz gewiss. Gehen wir hier zum Tisch, holen sie den Kaviar, probieren ihn. Mein Gott, nein, das ist ja gar nicht unser Geschmack. Nicht? Und zack ist das Schüssel Kaviar leer. Und im Prinzip machen keiner den Kaviar, aber das Schüssel ist auch leer geworden. Und genau so, wisst ihr, liebe Professoren, ist das bei dir nicht Bammel. Da geht jedes Reihe hin, besonders jetzt, was in der Härte umeinander juchteln und probiert den schwarzen Strauch. Und jedes kommt zurück und sagt, nein, das mengen wir nicht, braucht es gar nicht hingehen. Da geht jedes Reihe hin und zupft sich ein Bladl runter vom Trieb und dann am Ende steht der Karl da und ist hin. So. Und jetzt, wenn mir einer erzählt, dass da keinen Verbiss gibt, ja, das ist halt die Theorie. In der Praxis, glaube ich, schaut es anders aus. Von dem her baut es einen Einzelschutz um mich. Ich sag's euch, weil wenn es spät ist, dann ist es spät. Genau. Soviel zum Einzelschutz. Ganz einfache Sache, ganz primitive Sache. Nichts weltbewegendes. Wenn er groß genug ist, dann kommt man reich nicht mehr rauf. Wenn er es überhaupt übersteht, der Schwarznuss, dann kommt der Einzelschutz wieder weg, den baue ich wieder weg und dann kann er wachsen, weil er hin will. Genau, ich mache jetzt den dritten da hinten. Den mache ich jetzt noch fertig und dann schauen wir mal, ob es drei fernhält. Jawohl. So, jetzt sind wir da bei den Hühnern. Matthias ist auch da. Google heißt Matthias und jetzt gibt es ein frisches Gras. Schauen wir mal, nicht das rauskommen. Da muss aus, der Hundling. Rede mit euch. Oi. Matthias.
wunderbar, das mag ich gern. So ein frisches Unkraut, das ausgerissen ist, das ist ja nicht am liebsten. Dann links wieder ein Weltmeister wieder. Apropos Hähne. Und zwar da die gerne mal probieren, Mechelner auszubreiten. Also Mechelner Hähne, ich blende euch einmal ein Bild ein, wie die ausschauen. Wenn wer von euch Bruteier, also Bruteier von denen Mechelner hat, der kann sich gern bei mir mal melden, weil ich möchte da wo ausbreiten. Das sind relativ stammige, gut beieinander, die Hähne und die Gockel. Gesperbert, sagt man dazu, also die haben halt das Gefieder ist gesperbert, so gesprenkelt halt. Ja, ich habe es fressen, wunderbar. Ja genau, und da darf ich die gerne mal ausprobieren zum Ausbreiten. Mechelner, also wenn wer solche Bruteier hat, befruchtete, der kann sie gerne mal bei mir melden, entweder in die Kommentare reinschreiben oder auf einen anderen Weg. Aber schreibt es einfach in die Kommentare rein. Das hat mich sackrisch gefreut. Jawohl. Ja, dann war es das für die Woche wieder einmal. Ich hoffe, euch gefallen die Videos so, wie sie sind. Wenn euch die Videos gefallen, abonniert bitte den Kanal. Bewertet die Videos positiv. Auch für Tina. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haltet die Ohren steif und bleibt gesund. Der Raff vom Grom Valley. Jawohl. Habe die Ehre.